Astra, Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Colada Astra, mit Hödmann und Horeis. Die Nummer 1. Das ist wie beide mit 60. In Folge 595. Es ist 2024. Nee, ich glaube 595, dann sind wir schon im 30er-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Dann bist du schon 50. Ach Gott, hör bloß auf. Und ich Mitte 30. Also, ihr hört es gerade, wir sind schon gut dabei. Daniel hat aufgetischt, Daniel Hödmann auf der einen Seite, Hauke Horeis auf der anderen Seite. Ihr hört Astra Colada, Folge 141 am 1. Dezember 2022. Die Weihnachtszeit kommt, wir kaufen alle Weihnachtsgeschenke ein, die Punschbuden brechen auseinander. Das tun sie wirklich, das ist voll krass. Hast du es auch mitbekommen? Überall, wo ich längst gehe, dann denke ich halt einfach nur so, ey Leute, mal ganz ehrlich, ich freue mich ja für den Punschbeauftragten des jeweiligen Weihnachtsmarktes, aber für einen Kakao oder für einen Wein aus einem Kanister oder aus einer Kanistertüte, so quasi 30 Liter, dann irgendwie 9 Euro mit Pfand zu bezahlen, das funktioniert, ne? Ja, ja. Aber dann aber wirklich nicht die Heizungsrückzahlung haben wollen. Aber kein Ticket kaufen wollen für 15 Euro. Ach, das ist egal. Irgendwie, ich hab das Gefühl, dass alle Konzerte, die nicht funktionieren, jetzt auch schon tot sind. Ja. Also und röcheln und keiner mehr wirklich irgendwie was absagt. Die Absagen werden weniger. Kann ich aber auch verstehen. Ich würde jetzt auch nicht mehr als Band betteln und sagen, kauf mal wieder Tickets und sowas. Also keiner hat mehr Kohle. Aber für den Weihnachtsmarkt für ist immer Weihnachtsmarkt noch, für Weihnachtsmarkt immer geht immer. Kohle da. Scheiß auf Heizkosten, scheiß auf Strom. Wir geben 10 Euro für eine heiße Schokolade mit Schuss aus. Ihr. Mit Mulumba. Ey, es gibt für mich nichts Ätzenderes, und das meine ich wirklich ernst, als Weihnachtsmärkte. Ich finde das ganz, ganz, also wirklich, ich habe das nie verstanden, fand das immer schrecklich. Es ist immer zu voll, immer, egal, wo man halt auch ist. Die meisten um einen herum sind immer zu voll. Die sind auch noch zu voll, das kommt hinzu. Und ich mag halt auch einfach keinen Glühwein. Ich mag auch keinen Kakao mit Schuss oder so einen Scheiß. Was, das schmeckt einfach rotzig. Das schmeckt einfach billig. So, Produktionskosten, was denn? 30 Cent oder was? Und verkaufen das für 8 Euro. Alter, verstehe ich nicht. Ja, aber es geht ja um das Gemeinschaftliche. Oh ja, das gemeinschaftliche Kotzen. Genau. Ja. Gemeinschaftliche Göbeln zusammen mit den Arbeitskollegen nach der Schicht noch schön After Hour. Zwei Glühwein reintanken, so halb besoffen, dann aufs Sofa und schön einschlafen bei Netflix und sich einen guten Film reinziehen. Und ich muss jetzt sofort anfangen mit Ich Glotz TV, weil ich möchte dir einen unfassbar tollen Film empfehlen und der heißt Belfast. Ich Glotz TV. Die Rubrik für alle Film- und Seriennerds der Nation. Daniel Hödmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir. Belfast. Geht um Belfast, ganz klar. 69er, in der Zeit, als Protestanten gegen die Katholiken gehetzt haben und... oder was andersrum, die Katholiken haben gegen die Protestanten jetzt, weiß sowieso keiner. Weiß eh keiner weiß mehr, wie das war. Damals mit ist halt Religion. Ist so. Und es geht halt um das Leben eines kleinen Jungen in einer Straße. Ist der schwarz-weiß? Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und man sieht diesen Konflikt die ganze Zeit durch die Augen des kleinen Jungen, der Protestant ist und sein Vater aber in England arbeiten muss, damit sie mehr Kohle haben und auch die ganze Zeit möchte, ey, hier brennt, unsere Straße brennt. Also Nachbarn hetzen gegen Nachbarn und auch Protestanten hetzen gegen Protestanten, die halt nicht mit in den Krieg ziehen wollen gegen die Katholiken. Okay. Das ist super crazy. Man sieht die Jugend des kleinen Jungen halt in dieser Straße, wie er spielt und mit seinem Dad und seiner Mom halt redet und nicht wegziehen will und ein total tolles, inniges Verhältnis hat mit seinem Opa und mit seiner Grandma, die gespielt worden ist von der Schauspielerin, die M spielt, von James Bond. Ah, okay, cool. Die mag ich sehr gerne. Sie heißt, reichen wir nach. Judi Dench. Großartige Schauspielerin. Angela Lansbury wollte ich gerade sagen. Aber das ist doch Mord ist ihr Hobby. Mord ist ihr Hobby. Siehst du, gut, dass du das kennst. Großartige Serie. Das ist Mord ist ihr Hobby, Alter. Und das ist, den habe ich mir am Sonntag in einer Zeit reingezogen, wo ich gedacht habe, oh, keine Ahnung, jetzt hier Fußball, da Fußball, in YouTube-Video, was machst du eigentlich? Guckst du mal wieder einen schönen Film? Und
die ganze Zeit fängt der Film diesen Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken so in so einer Kindersicht halt auf, dass es vielleicht auf der einen Seite total schlimm ist, das, was halt gerade passiert, aber auf der anderen Seite, dass es noch ein Leben zwischen diesem ganzen Drumherum gibt. Weil das alles Nachbarn sind und die kennen sich da schon seit 30 Jahren und sind jetzt auf einmal in so einer Situation, dass sie sich halt anschwärzen müssen, dass sie bekriegen müssen. Die müssen sich abmelden, wenn sie aus der Straße rausgehen. Da gibt es ein großes Militäraufgebot, was auf das Mal da steht. Und das, wow, also und das Tolle daran ist an diesem Film, das spoilere ich auch nicht so viel, alles, was mit Film zu tun hat, was mit Kunst zu tun hat, alles, was mit Kinderaugen gesehen wird, also wie Kinder zum Beispiel Filme das erste Mal sehen, ist dann bunt. Ah, okay. Und das ist voll schön. Dann sitzen die zusammen als Familie in einem Kino und gucken sich so einen Film an, der heißt Chitty Bang. Den Bang, Chitty Bang, Bang, Chitty Bang, Bang. Das ist so ein fliegendes Auto. Okay. So irgendwie so ein Disney-Film und so. Herbie. Nee, nicht Herbie, sondern, keine Ahnung. Okay, egal. Ja. Egal, so. Und dann sieht man, wie die Familie halt das erste Mal sieht, wie dieser Wagen von der Klippe stürzt und sie beugen sich nach vorne, weil sie selber das Gefühl haben zu fallen und dann öffneten sich halt die Flügel bei diesem Auto und dann fliegen sie mit diesem Auto und weg. Und du hast dann die ganze Zeit diesen wundervollen Jungen, der mit diesen großen Augen diesen Film sieht und alles irgendwie trotzdem zwischen dieser ganzen Scheiße noch irgendwie schön sieht. Was für ein toller Film. Okay. Da musste ich mir gar nicht Spanien gegen Deutschland angucken. Ja, Gott sei Dank hast du das nicht gesehen. Dann habe ich auch noch einen Film, den ich noch nicht selber gesehen habe, wo mir nur gesagt worden ist von meiner Freundin, dass der großartig ist. Und zwar mit Harry Potter, Daniel Radcliffe, Imperium. Auch noch nichts von gehört. Ich meine, dass er so heißt, sonst gebe ich das dann nochmal nach. Er ist ein FBI-Agent und wird in den USA in so rechtsradikale Ku-Klux-Klan-Sachen eingeschleust. Nein, Harry Potter? Ja, und keiner bemerkt, dass er Harry Potter ist. Keiner merkt, dass er Harry Potter ist. Und ich habe sehr viele WhatsApp-Nachrichten bekommen, während sie den Film geschaut hat. Und das war die ganze Zeit nur so, ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Boah, ich bin so sauer. Also auf diese Nazis, die in dem Film halt mitspielen. Ah, ihr habt den Film gar nicht zusammengeguckt? Nein, wir haben ihn nicht zusammengeguckt. Wie eklig sind diese Menschen denn? Es geht in diesem Film anscheinend halt auch um mehrere Gruppierungen von Faschisten in den USA. Mhm. Also einmal die wirklich Hardcore-Dudes so, die halt losrennen und Leute vermoppen. Dann eher so diese christlich angehauchten Family-Leute, weißt du, die so ein bisschen sachter daran gehen, aber die gleiche Meinung haben wie diese kompletten Rassisten und ihre Kinder halt auch so erziehen. Und die treffen sich dann halt auch alle mal gerne so zum Barbecue und so. Und er wird halt eingeschleust und soll das Ganze irgendwie auflegen lassen. Muss ein großartiger Film sein, wenn sie das sagt, glaube ich. Das, also muss ich den auch noch anschauen. Könnt ihr euch auch empfehlst du gerade einen Film, den du nicht gesehen hast? Ich empfehle blind einen Film, ja, safe, weil ich genau weiß, dass wenn sie den gut meine, findet, ja, ist so. Ne, ja, dann ist das ein Film für alle. Bestimmt nicht für alle. Ich meine, du hast doch jetzt auch schon wieder Zeit gehabt, also für die Daniel Hüttmann-Fans da draußen, die dir auch geschrieben haben, dass es so schade ist, dass du so selten im Podcast bist gerade und dass du denen halt WhatsApp-Nachrichten schicken musst. Und nee, Instagram-Nachrichten. Instagram-Nachrichten, damit sie wenigstens deine Stimme hören. Ist das geil, oder? Das ist schon ein bisschen geil. Das ist ein reiner Fanclub. Ja, total. Das heißt, du bist so gesehen der Vater in meinem Film, der halt nie da ist. Und ich bin sozusagen die Mutter, die sozusagen diesen ganzen Podcast erzieht. Und immer da ist. Und immer da ist, ne? Und eigentlich, das ist halt auch bei Belfast so, dass der Vater irgendwann die Mutter verliebt anguckt und meint so, ich bin niemals da, du erziehst die Kinder. Und die Mutter ist die ganze Zeit immer in dieser Situation, den großen Jungen abzuhalten, dass er mit den anderen Protestanten halt Sachen plündern geht und den kleinen Jungen zu erziehen, dann die Ehe am Laufen zu halten, irgendwie noch ein bisschen Kohle reinzubekommen. Und steht der Vater einfach an der Wand und sagt halt so, ey, es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß das, du erziehst die Kinder, ich nicht, ich bin nur Gast halt hier. Das ist so ein bisschen gerade auch bei dir, du bist Gast im eigenen Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist, schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mensch, Daniel, ich habe so viele Fragen an dich, die du mir nicht beantworten kannst. Ich habe nämlich gedacht, dass du letzte Woche den Podcast geschwänzt hast, weil du mit einem Typen zusammen bist, der Hip-Hop macht und dann wurde mir gesagt, dass es ein Schlager-Dude ist. Also ja. Was hast du jetzt gemacht? Schlager oder Hip-Hop? Schlager. Hast du da Merch gemacht oder Tour? Tour. Wo warst du denn? Erstmal, wie hieß der Typ? Ist nicht wichtig. Doch, jetzt sag's. Nee. Warum denn? Weil das nicht wichtig ist. Warum ist es nicht wichtig? Weil das nicht wichtig ist. Ist das ein Nazi oder was? Ja, genau, ich gehe mit Nazis auf Tour. Vollkommen egal, ist nicht wichtig. Okay. Wie ist dein größter Hit? Bum dala bum. Keine Ahnung, wie sein größter Hit ist. Also, das heißt sozusagen, du kannst nicht darüber über die Tour erzählen oder was? Ja. Weil es dir zu unangenehm ist, oder wie? Weil das nicht da. Weil das so ein Promo-Ding war. So, darum darf ich darüber nicht reden. Das war ein Promo-Ding? Ja.
Lass uns doch einfach nicht mehr. Du wirst sowieso nichts aus mir rauskriegen. Also von daher. Okay, alles klar. Du hast den Podcast gespenst, um Schlager zu genau. machen. Genau. Naja. Passiert halt. Aber was du gerade gesagt hast, mit dass du die Mami bist und ich bin der Papi, der nie da ist, das ist bei uns zu Hause aber genau das Gleiche. Wenn ich halt nicht da bin, ich bin ja auch selten da und dann werden unsere Katzen halt von meiner Freundin erzogen. So. Und dann komme ich aber nach Hause und dann kriegen die Katzen natürlich alles, was sie haben wollen. Selbstverständlich. So. Und dann immer so. Bringst du ja auch immer ein Spielzeug mit, oder was? Dann kriegen die halt so Naschis und so und viel zu futtern und viel zu fressen und dürfen Sachen, die vielleicht sonst nicht dürfen. Das ist fast Bist du so ein Mensch, der halt auch die Geburtstage der Katzen feiert dann? Nee, ich kenne die Geburtstage der Katzen nicht, aber es wird wiederum die andere Person kennt die Geburtstage der Katzen. Also es gibt dann wirklich eine Katzengeburtstagsparty? Ja, es gibt keine richtige Katzengeburtstagsparty, aber die kriegen dann was Besonderes zu futtern, zum Beispiel, wenn die Geburtstag haben. Die eine oder die andere dann nicht? Oder wie? Die eine und die andere nicht, weil die hat ja nicht Geburtstag. Aber dann ist doch die andere eifersüchtig. Ja, dann muss er halt mit klarkommen. Sie hat ja auch irgendwann Geburtstag. Und wenn Weihnachten... dann kriegt deine Freundin auch noch was Leckeres zu essen und du musst zugucken. Ja. So, aber wenn Weihnachten ist, dann gehst du auch mal irgendwie ins Futterhaus und holst dann, keine Ahnung, Federn an einem Band und oder irgendwie so ein Kuschel. Das juckt die nicht mehr, weil die zu alt sind. Also die sind nicht mehr, die sind ja beide 15 irgendwie jetzt so und oder 13. 50 sind auf jeden Fall alt. Und so Federn am Bändchen, das juckt die vielleicht gefühlte 5 Sekunden und dann ist das auch schon wieder langweilig. Strohhalme sind gerade sehr hoch im Kurs, bei ihm auf jeden Fall. Strohhalme sind super. Strohhalme aus Plastik oder aus Hartgrieß. Ja, also, ne? Also, Macaroni. Also keine Plastik, aber sehr hart. Findet er super, man rennt dann mit dem Ding halt immer im Mund rum und es sieht ein bisschen so aus wie der Hund mit dem Stock, der nicht durch die Tür kommt, was ich meine. Und ich warte immer darauf, dass er irgendwo damit gegenknallt oder so. Aber was macht er nicht, weil der Strohhalm ist ja nicht so wahnsinnig groß. Aber nee, Strohhalme. Auf jeden Fall Strohhalme sind gerade hoch im Kurs. Und sonst Weihnachten kriegen die was Schickes zu essen. Ist ja Weihnachten. Und Silvester kriegen die sowieso was Schickes zu essen, weil sie dann immer Angst haben, weil so viel geknallt wird. Mm. Ja, dann die verpissen sich eigentlich schon Silvester spätestens nachmittags, sobald der erste Knaller gekommen ist, sind die weg. Ja, wenn Geld da ist für Glühwein, dann ist auch dieses Jahr wieder Geld dafür. Ja, natürlich, man, die werden sich wieder totballern dieses ist Jahr. Ist denn nicht irgendwie so ein Verbot aufgekommen vor, oder war das nur wegen Corona? Ich glaube, das war nur wegen Corona. Ich glaube, das machen die nicht nochmal. Die haben ja überlegt, das irgendwie zu machen. Oder bestimmte Orte, wo man es nicht darf. So, das wollen die dieses Jahr, glaube ich, auch wieder durchziehen. Also ein Ort, wo man es nicht darf, was ich total gut finden würde, obwohl ich nicht da bin, wäre auf jeden Fall Reeperbahn, Kiez. Das wäre auf jeden Fall ein super Platz, wo man ein Verbot aussprechen könnte, dass dort nicht geballert wird. Ja. Weil, Alter, du fühlst dich ja wie im Krieg da. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. So, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, wenn man da ein Böllerverbot macht. Ich meine, da ist ja auch Waffenverbot. Sind wir, ne? Also auf dem Kiez ist ja auch Waffenverbot. Nein. Na klar. Ja klar, natürlich ja, also, ist auch ein Kiezwaffenverbot. Ja, Mensch, also dann kannst du ja, ich meine, so ein Böller ist ja auch eine Waffe, oder nicht? So ein Böller ist halt auch eine Waffe. Ja, würde ich auch sagen. So eine Rakete und so ein Böller, so ein dicker China-Böller D, ne, der mal eben so einen Briefkasten wegpölt, das ist ja auch eine Waffe. Oh, dann ist vielleicht auf der Reeperbahn sogar also Böllerverbot? War das schon immer? Nee, ne? Also ich glaube, es ist immer verboten, in Menschenmengen Feuerwerkskörper. Das juckt da ja niemand. Das juckt ja aber auch niemand, auf gar keinen Fall. Das Highlight ist irgendwie immer einen D-Böller zu nehmen und den halt direkt in den Club hineinzuwerfen. So war es früher bei uns im Eckspar des Öfteren, dass halt irgendjemand so witzig gewesen ist und halt diese Frösche, Knallfrösche, das sind diese die Dinger, die mehrmals zünden, ne? Ja. Diese grünen. Ach so, ja. Ja, nee, Knallfrösche sind, aber ja, ich weiß, was du meinst. Nee, nicht Knallerbsen, nicht diese kleinen Süßen, die du halt jedes Jahr auf den Boden schmeißen kannst, wo sich jeder Vierjährige drüber freut, so. Weil der Papa kommt und sagt, hier ein paar Knallerbsen und der denkt sich so, ach, halt's Maul, gib mir die richtigen Dinger. Gib mir den D-Böller, du Arschloch. Nee, ich weiß, was du meinst, ja. So, das ist immer ein Highlight gewesen bei uns, aber also an sich, ich würde mich halt einfach freuen, wenn man das Ganze so auf der technischen Ebene betrachtet und einfach sagt so, ey, es gibt so viele geile Drohnen und Drohnen mit Licht und lass uns doch irgendwas Schönes mit Drohnen machen. Wir sind doch jetzt im Jahre 2024, wir müssen doch nicht. Und dann kommen halt schön über die dicken Lautsprecher, kommen dann ein paar Ballergeräusche so und dann fliegen die Drohnen dann in die Luft, können dann auch irgendwelche lustigen Sachen abbilden. Weiß ich nicht, Thomas Müller oder Manuel Neuer oder. Ich glaube, die Deppen wollen einfach dieses geile Gefühl haben, ein Feuerzeug zu nehmen und diese Lunte anzuzünden. Weißt du? Und dann zu sehen, dass das Ding halt hochgeht. So, ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie der Kick. Und dann steht man da und sagt, oh, vorbei.
Das ist halt so, oder, so, hä? Also ich verstehe es halt oder mit auch seinen nicht. Freunden da steht, mit zwei oder drei getankten Glühwein, ja, und sagt so, wer lässt das Ding als letztes los? Ja, genau. So ein bisschen wie beim Kekse wichsen. Mhm. Der Letzte hat ein Problem. So, es wird halt in der Hand gehalten und dann mal gucken, wie das ausgeht, ob die Hand danach noch dran ist oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch wisst, was Kekse wichsen ist. Kennt jemand noch Crazy? Ich glaube, du kennst Kekse wichsen. Ja, kenn ich kenne Kekse wichsen. Kennt ihr Kekse wichsen? Kennt jemand Kekse wichsen? Also schreibt's doch einfach Daniel in sein privates Instagram-Profil und er wird euch eine Nachricht schicken, wie es damals war. Am und See. Keine Bilder, bitte. Vielen Dank. bitte schick mir keine Bilder mehr. Bitte schick mir keine Bilder. Das reicht jetzt langsam. Mhm. Also wirklich. Ach, schön. Was für eine gute Stimmung. Ich habe das auch gerade gesehen. Du hast hier aufgeschüttet. Die ganzen Süßkram. Du hast jetzt so einen schönen Blaubeer-Muffin geholt. Ich schiele die ganze Zeit auf den großen braunen Muffin. Mhm. Was ist das? Schoko? Schoko, ja. Schoko. Und was ist das andere? Diese ist da Marmelade drin in diesem langen Ding? Ja. Da ist so Quark drin. Also eine Quarktasche. Der ist auch sehr lecker und das ist halt nochmal das Franzbrötchen. Das ist eine Nussecke. Das ist schön, das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass du so Süßkram halt in dir holst. Du weißt, dass du mich damit überhaupt nicht bekommst. Ich weiß, ja. Ja, ich probiere es aber immer wieder. Das sind die vier Sachen, mit denen du mich überhaupt nicht bekommst. Mit einem Muffin schon. Ja. Wenn er jetzt apropos Kekse, wenn er jetzt ein Cookie liegen würde. Ja. Unangetastet ja. von dir oder von den anderen fünf Leuten, die um uns herum stehen, dann würde ich den nehmen, einen Cookie. Also mit einem Cookie, wenn du. Ein Cookie? Okay. Ein Cookie. Also, habe ich nach zwei Sekunden wieder vergessen, aber. Ja, aber beim nächsten Mal. Ich versuche mir das zu merken. Der muss aber auch schön, nicht so einen harten, sondern so einen schönen weichen, der so in meiner Hand schon zerläuft. Ah, okay. So ein Cookie. Das wäre der Wahnsinn. Aber jetzt, ja, ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, deshalb bin ich halt auch noch so aufgekratzt, mich mit jungen Menschen über die WM in Katar zu unterhalten, weil wir gestern, beziehungsweise ihr, ne, wenn ihr den hört, ist ja Donnerstag, wir sind heute auf einem Dienstag, also am Montag, Uruguay gegen Portugal. Der beste Spielzug der WM war eigentlich der Flitzer, der über das Feld gelaufen ist, und habe mit jungen Leuten über die Situation gesprochen. Der junge Mann hat eine LGBTQ-Flagge dabei gehabt, hat auch noch ein Protest-Shirt angehabt, im Sinne von Frauen in Iran unterstützen, und wurde dann halt einfach weggeschnappt und mit drei Leuten runter weggeknüppelt einfach. Und man hat erstmal nichts gesehen. Man hat nur den Moderator gehört, der gesagt hat, oh, da unten kommt ein Flitzer über die Bank der, weiß ich nicht wem, und jetzt läuft er nach dahin, und man guckt die ganze Zeit auf das Bild und denkt sich, wo ist er denn? Warum wird denn das nicht gezeigt? Wir hatten da den Daumen drauf. Wir hatten den Daumen drauf auf das Bildmaterial. Und die Regie in Katar hat es auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, dass man eigentlich im Prinzip fast nichts gesehen hat. Eine Nanosekunde, wie er daran vorbeigelaufen ist. Aber ich habe dir gesagt, diese Bilder werden entstehen, und wir sind halt gerade in der ersten Woche der WM. Mhm. Diese Bilder werden entstehen, und vor drei oder vier Wochen haben wir darüber gesprochen und du meinst, es wird nichts nach außen kommen. Doch, es kommt nach außen. Auch, es gab halt auch irgendwie so ein TikTok-Video von einer Frau, die auch so ein... das habe ich gesehen. Dieses Frauenrechte-T-Shirt anhatte. Dieses Frauenrechte-T-Shirt. Genau. Women Freedom... Ich kann es nicht nennen. Aber ein Frauenrechte-T-Shirt anhat, wo der Ordner dann gekommen ist und so, zack, zack, geht mal her, bitte. Ja. Und es sofort einkassiert hat und weg damit. Ja, das war halt sofort überall, ne? Insta, Facebook, TikTok, ne? Überall. Also wir müssen nicht mehr über die Binde reden. Nee. Über die Binde der Nation oder über Manuel Neuer. Aber ich musste heute mit jemandem darüber sprechen, der meinte, naja, aber die Kataris sind doch die Gastgeber. Und haben ja auch gesagt, wenn ihr als Gäste in unser Land kommt, dann müsst ihr euch an unsere Regeln halten. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen durch die Decke gegangen. Nur so ein bisschen halt. Verstehe ich gar nicht. Weil ich noch gesagt habe, so, ey Leute, so ganz, 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 ganz ehrlich. Ich komme aus einer Zeit und habe halt auch schon 1990 die WM gesehen, wo Andi Prime dann das geile Tor am Ende geschossen hat und alle happy waren gegen Argentinien, Maradona gegen Klinsmann, so. Das war so das Spiel, und damit bin ich groß geworden, und seitdem, ich bin Fußballfanatiker im Sinne von, ich mag Fußball halt einfach, und ich finde auch toll, wofür Fußball auch stehen kann, und zwar Menschen kommen zusammen unterschiedlicher Herkunft, und es ist scheißegal, an was du glaubst, es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast, die spielen halt einfach miteinander 90 Minuten und man redet über das Spiel und nicht mehr über die Hautfarbe, und so sehe ich halt Fußball. Und dieser scheiß fucking DFB, dieser echt verfickte... Ja, eher die FIFA als... Der DFB. DFB hat halt Schiss vor der FIFA. Ja, der DFB hat Schiss vor der FIFA. Und der DFB, der deutsche Fußballbund, geht mir so hart auf die Eier, weil seit damals Odonkor, Asamoah und hier Jerome Boateng, das waren People of Color, die ersten People of Color Leute, die halt in der deutschen Nationalmannschaft gespielt
haben. Und auch so ein Jerome Boateng musste halt mal durch, dass ein Politiker gesagt hat, ja, für Deutschland spielen kann er, aber als Nachbarn würden sie den dann auch nicht gerne haben wollen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern, ja. So, die mussten eigentlich im Prinzip alles aushalten und waren Wegbereiter dafür, dass jetzt Adeyemi, Musiala, Mokoku, Sané. Wie heißt denn der so einen deutschen Namen hat, der so komisch läuft? Rüdiger. What the fuck? Wer zum Geier ist eigentlich Rüdiger? Und heißt der mit Nachnamen Rüdiger? Und heißt ja, der mit Vornamen Robert oder was? Nein. Voll geil. Scheiße, jetzt weiß ich sein Vornamen nicht. Alfons. Aber voll geil, wo ich das gesehen habe, ist so, wieso heißt der Rüdiger? So, einer der krassesten Innenverteidiger. Einer der krassen Innenverteidiger, den wir halt haben. Und das sind alles People of Color. Wir haben 7, 8 Leute, People of Color. Wir haben einen Gündogan, der türkische Wurzeln hat. So, und das ist halt nur möglich, weil es Wegbereiter gab, die halt gesagt haben, hey, deutsche Kartoffeln haben wir nicht nur, die Fußball spielen können. Und der DFB schreibt sich seit 20 Jahren immer dieses diese Antifaschismus, Antirassismus. Die FIFA aber auch. Ja, und die FIFA natürlich auch. Und dann denke ich halt einfach so fuck off. So bei dem ersten Scheiß knickt ihr halt ein oder ihr sagt halt einfach, ey, wir latschen jetzt halt einfach in ein Land hinein, wo alle unsere Werte mit den Füßen getreten werden. Und es ist scheißegal, solange die genügend zahlen, sagen wir halt einfach nix. Und das ist das, was mich so unfassbar ankotzt. So, für die Werbung funktioniert es halt nach draußen, ne? Aber jetzt, in dem Moment, funktioniert es halt nicht. Und ganz ehrlich, wenn man da so eine großen Vereine hat, England, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien spielt ja jetzt nicht. Spanien. Ne? Wenn die alle sagen würden, ey, so fuck off, ihr pisst euch halt einfach gegen unsere Werte an und macht einen großen Larry und sagt halt in der Öffentlichkeit, euer fucking Fußballbotschafter sagt in der Öffentlichkeit, dass Schwule geistesgestört sind und dass Frauen halt eine Süßigkeit sind, dann funktioniert das nicht. Dann machen wir das nicht mehr. Und wenn die sich dagegen wehren, diese Großen dagegen wehren, dann kann die FIFA ja mal gucken, wie viele Zuschauerquoten die da halt irgendwie haben. Die ja eh schon miserabel sind. Obwohl, jetzt habe ich gerade mitbekommen, dass Deutschland, Spanien eine Zuschauerzahl von 17 Millionen hatte. Okay. Also das ist sozusagen, also 7 mehr man, als muss, ja, man muss ja auch mal wissen, gegen was man boykottiert. Also man muss sich das ja auch mal angucken. Naja, was hat mich einfach so fertig gemacht? Ey, so diese. Aber wer ist denn es? Ist es Dänemark, die gesagt haben, dass die aus der FIFA austreten wollen? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Dänemark war. So. Und ich habe mit diesen jungen Leuten, mit denen ich halt heute gesprochen habe, das sind ja auch alles kleine Pökse. So 7., 8., 9. Klasse, sind alle 13, 14, 15. Und es ist eine Migrationsschule. Das heißt, 80% hat Migrationsanteil. Und denen das halt in der Form zu erklären, mit, da waren Wegbereiter für die, die jetzt halt gerade da sind. Alles ist ein Prozess und das dauert halt ein bisschen länger, aber es ist doch schön, dass es jetzt so ist und dass ihr da so einen Musiala habt, mit denen ihr halt auch euch identifizieren könnt erstmal. Mhm. Und dann kam halt die nächste Sache halt mit dem Homosexuellen, mit der LGBTQ-Szene, wo ich gesagt habe, ey, und das große Problem ist halt einfach auch im Fußball, also im Männerfußball wahrscheinlich noch viel mehr als im Frauenfußball. Auf jeden Fall. Dass es auf jeden Fall Homosexualität in der Bundesliga gibt, das ist statistisch, das muss statistisch bewiesen werden. Auch in unserer Nationalmannschaft wird es das geben. Hallo, ja, natürlich. Entschuldige bitte mal. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, aber natürlich. Alle haben halt Angst, sich zu outen. Und wenn man, ich glaube, Thomas Hitzlsperger, der ehemalige Nationalspieler, der ja auch gesagt hat, alle haben mir abgeraten, in meiner Karriere zu sagen, ich bin homosexuell. Mhm. Aber wie cool das doch wäre, wenn der DFB, und das habe ich auch zu den Kids gesagt, wer spielt in einer in einem Verein? Alle heben den Handtuch. Okay, dann seid ihr aber auch gerade der DFB. Was? Mhm. Natürlich. Der DFB, klar. Das sind alle Vereine, die es in Deutschland gibt, zusammen. Die vertritt der DFB halt so. Das heißt, du bist auch ein Mitglied gerade vom DFB. Und wenn alle Vereinsmitglieder vom DFB Menschen halt nicht nur anderer Hautfarbe, sondern auch einer anderen sexuellen Gesinnung das Gefühl geben, das ist okay, dass ihr so seid, es geht nur um das Spiel, ey, was könnte man dadurch erreichen? Und was, hey, und dann hat man ja noch ein viel größeres Standing in so einer scheiß homophoben FIFA-Fick-WM. Es regt mich halt richtig auf. Es tut mir ja wirklich leid. Es regt mich so auf, weil ich eigentlich gerne die Spiele gucken würde und mir gerne ansehe, wie Messi halt seine letzte WM spielt, wie Ronaldo seine letzte WM spielt. Ich möchte mir gerne die letzte WM mit Müller ansehen. Ich möchte gerne mich mit Füllkrug freuen, als Bremen, also weil mein Vater früher Bremen-Sympathisant war.
Und wenn der Füllkrug auf einmal so einer ist, der oft, mit dem niemand gerechnet hat, habe ich gedacht, so geil. Und auf einmal wird der, aber kannst dich halt nicht freuen. Nee. So ein Scheiß, ey. Ich würd auch gerne ein paar Spiele gucken, ich mach's aber nicht. Schön Public Viewing am Arsch. Ja, aber das habe ich eh nie gemacht, das fand ich eh immer seltsam. Ich habe auch diese Entwicklung von diesem Public Viewing auch überhaupt nicht verstanden. Auf einmal war das da. So, also früher war es immer so, man hat halt mit Freunden geguckt oder vielleicht auch mal in der Kneipe mit mehreren Leuten. So. Ja. Und irgendwann kam ein findiger Geschäftsmann auf die Idee, wir ballern einfach überall große LED-Wände hin und übertragen den Scheiß und ballern dann ein paar. Der Erfinder der LED-Wand. Genau. Und ballern da ein paar Wurstbuden und ein paar Getränkebuden hin und machen den Reibach unseres Lebens. So. Jeder wie er mag, so. Das ist auch cool, wenn Leute da hingehen, aber wenn ich mir so diese allerersten Sachen an, die allerersten Public Viewings angucke, da waren ja wirklich so viele Leute, die einfach nur da waren, weil es ein Happening war. Ja. Das hat ja, fast niemand hat sich da wirklich für das Spiel interessiert. Also viele, klar, auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Aber dann hast du dann halt wieder so eine deutsche Mannschaft, die sich da auf eine Bühne stellt und irgendwie singt, so gehen, nee, wie war das nochmal? So gehen die Gauchos, glaube ich, irgendwas. In ja, der und danach kam irgendein rassistischer Müll. Ja, genau. Und ich denke mir so, okay, ja, und das feiert ihr jetzt alle gerade ab. Merkt ihr eigentlich noch was? Also, ne? Ja, wie gesagt, fand ich nie cool. Ich habe es immer gerne alleine geguckt oder halt vielleicht mal mit 3-4 Leuten so, aber dieses Massending habe ich nie verstanden. Ja, ich verstehe das Massending halt schon. Wenn dann so eine Mannschaft wie zum Beispiel Costa Rica dann gegen Japan gewinnt und das der erste Sieg ist seit, keine Ahnung, 12 Jahren und auf einmal siehst du halt die Leute in Costa Rica, wie die alle miteinander auf den Straßen feiern und total geil drauf sind. Und ich meine, das ist doch das, worum es dann geht, dass diese Menschen dann halt zusammenkommen und miteinander feiern. So, ich kann mich noch an eine EM erinnern, wo die Portugiesen gewonnen haben und das ganze Portugiesenviertel in Hamburg ist durchgedreht. Überall. Liegen im Portugiesenviertel überhaupt noch Portugiesen? Ja. Ja, echt? Ist ja, das so? Ist, okay. Die schaffen das wirklich. Leben im Portugiesenviertel. Ja, komm, ey, das ist auch, ne? Also naja, mal ehrlich. Ja, das Portugiesenviertel heißt, glaube ich, auch Portugiesenviertel, weil da seit gefühlt 300 Jahren immer. Ein Portugiese wohnt. Nein, du hast unfassbar viele gute Tabasläden, die da ja, auch schon ey, sehr. Auf jeden Fall. Und Italiener ja, Luigi's Bam. Ja. Also. Diese Restaurantkultur wird da von Familie zu Familie weitergegeben unter der portugiesischen Mafia. So, kommt Ronaldo nochmal vorbei und zwackt sich dann nochmal ein Zwanni von jedem Restaurant halt ab. Solange der spielt. Aber so. Regenbogenflaggen dürfen im Übrigen wieder mit ins Stadion genommen werden, ne? Zu spät. Selbst wenn jetzt. Ich wollte es nur sagen. Ja, das ist zu spät. Also, das tolles Zugeständnis, oder? Es ist einfach zu spät. Das ist genauso wie mit der deutschen Nationalmannschaft. Egal, was sie jetzt machen. Ey Leute, ihr habt's verkackt. Es ist einfach zu spät. Lächerlich und verkackt. Und da geht's ja auch schon wieder los mit dieser scheiß fucking Armbinde, die ja sowieso halt diese One-Love-Binde, wir tun so, als wenn, aber ja, es das ist war nicht eh lächerlich. Also lächerlich. Die Binde war ja schon lächerlich. Aber es gab ja niemals von der FIFA etwas Offizielles, wo gesagt wird, ihr bekommt entweder einen Punkt abgezogen oder Manuel Neuer bekommt eine gelbe Karte. Ja gut, die haben doch immer gesagt, dass es eine gelbe Karte gibt und einen Punkt abzogen. Nee, aber das gab's nicht offiziell. Ach so. Das war so ein, WhatsApp-Call irgendwie von der englischen Landschaft. Die Engländer machen das auch nicht, ja, nee, wir haben gehört. Dass, ah, okay. Mhm. So, wir haben gehört, dass Manuel Neuer in die Küche muss und 10 Teller abspielen muss. Ja. Also so bescheuert. Deshalb macht mich das. Keine Ahnung. Wenn man halt Werte hat und wenn man die ganze Zeit für Werte steht und wenn man dafür so gut bezahlt wird, und das muss man sich ja halt einfach mal reinziehen, dass du bei einer gewonnenen Weltmeisterschaft, dass jeder einzelne Spieler 450.000 Euro bekommt. Mhm. Wir haben das mal ausgerechnet, die Kinder und ich, also sie mit dem Taschenrechner. Mhm. Und ich, wenn man das mal vergleicht, ne, 26 Menschen ist der Kader groß. Und nur für Erreichen des Viertelfinales gibt es 150.000 Euro. Das sind für jeden? Für jeden. Auch für die Leute, die nicht spielen? Auch für Leute, die nicht spielen. Krass. 150.000 Euro. Okay. Ohne Bonuszahlung. Mhm. Na, weil du kriegst ja für Assist und für Tore gibt es ja immer noch Bonuszahlung. Ja, ja. Aber das heißt, dass alleine nur für Erreichen des Viertelfinales, das sind 3,9 Millionen Euro für den Kader on top. So, und dann habe ich mal gesagt, so nehmen wir jetzt mal 26 Gastarbeiter, deren Lohn durchschnittlich im Monat 200 bis 400 Dollar gewesen ist, wenn sie es denn bekommen haben. Mhm. Dann kommst du 10.000. Wenn sie tot waren, konnten sie auch nicht bekommen. Siehst du, das ist das Ding. Dann hast du halt einfach mal diese 10.400 Euro gegen diese 3,9 Millionen Euro. Ich meine, klar, ich weiß, es ist eine Milchmädchenrechnung und bla. Die wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Aber wenn du halt irgendwie 300.000 Kataris hast, irgendwie auf 1,5 Millionen Gastarbeiter hin, dann fühlt sich das schon so an wie hat einer meiner Kids das gesagt,
Das fühlt sich irgendwie an, als wenn das moderne Sklaverei wäre. Ach, wirklich? Aber ein kluges Kind, es fühlt sich nicht so an, es ist so. Ja. Aber mal ganz kurz, die kriegen Bonuszahlung, wenn die ein Tor machen? Die kriegen Bonus, das wird wahrscheinlich, ich bin 100%ig, da lege ich meinen Arsch für ins Feuer. Jetzt weiß ich auch, warum die sich immer so freuen, wenn die ein Tor machen. Macht natürlich. Ja total Sinn, ich würde mich auch total über 10.000 Euro freuen. Na klar, deshalb willst du das ja auch haben, auch in der Bundesliga. Du kriegst für jeden Scheiß, kriegst du Bonuszahlung. Okay. Das kannst du ja immer aushandeln. Ich meine, dafür hast du deinen Spieleberater. Der sagt ja, dann, stimmt, der gute Spieleberater. Für ein Tor gibt es eine Bonuszahlung, für ein Assist gibt es eine Bonuszahlung. Ich gehe mal davon aus, dass du halt auch als Torwart für einen gehaltenen Elfmeter oder so etwas, ne, für alles gibt es Bonuszahlung. Wenn du durchgespielt hast, gibt es Bonuszahlung. Natürlich. Aber mal jetzt mal zum Fußballerischen. War das denn ein okayes Spiel jetzt von den Deutschen gegen Spanien? Oder war das auch eher so, naja, ein 1-1 ist halt auch ein scheiß 1-1? Ich habe reingeluschert. Mhm. ich glaube, es war mal ein Anfang. Okay. Also so im Sinne von, so hätte man die WM anfangen können. Mhm. Aber das ist auch so nebensächlich geworden. Und jetzt also, spielen die Donnerstag? Keine Ahnung. Die können auch heute spielen, also heute am Podcast-Tag, also am Donnerstag. Ja, genau, heute. Genau. Die können auch gestern gespielt haben, aber gestern war ich sowieso bei Öl. Öl spielen im Bahnhof Pauli. Öl ist eine Band, die kommt aus Österreich. Mhm. Und die mag ich ganz gerne. Das war die erste EP kam irgendwie 2017 raus. Machen so unaufgeregt eine Mischung aus deutschen Texten mit Tame Impala, Sound, Mischung und Jugno. Jugno kommt auch so aus diesem Bereich. Okay. Und da bin ich jetzt gewesen. Das ist mir dann auch, ich weiß nicht, ich guck mal auf den Kicker. So. Ich guck mal auf den Kicker, guck mir manche Zusammenfassungen irgendwie an, schau, was halt Interessantes passiert und freue mich eigentlich immer eher über Sachen, die so ein bisschen der FIFA aufstoßen und dem Ja, die waren auch schon wieder sauer auf den Flick. Was hat denn der schon wieder gesagt? Auf unserem Hansi. Der Hansi sollte doch irgendwie 2 Stunden lang vom Hotel zu der nächsten Pressekonferenz fahren oder 1 Stunde, keine Ahnung. Und das wollte er vorm Spiel keinen Spieler zumuten und ist dort alleine hingefahen. Und laut FIFA-Statuten muss immer ein Spieler dabei sein. Und da hat der Hansi sich aber auch schon wieder mal mit der FIFA und dem DFB angelegt. Das fand die FIFA nämlich gar nicht so witzig. Und die ganzen Presseleute, die da waren, fanden das auch nicht witzig. Die wollten nämlich gerne mit dem Spieler reden und nicht mit dem ollen Hansi Flick, wo sich eh kein Schwein für interessiert. Who the fuck ist Hansi Flick? Jetzt mal ganz ehrlich, der Typ sieht aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der steht da und du denkst so, Alter, also ich denke die ganze Zeit, er hat in seinem Kopf wie Homer Simpson so einen kleinen Affen, der die ganze Zeit mit so einer Rassel schlägt. Also wirklich jetzt. Für mich ist Hansi Flick der Onkel auf dem Weihnachtsfest, mit dem erstmal jeder Angst hat zu reden. Der perverse Onkel. Nein, nicht der perverse. Ach so. Er sieht nicht aus wie der perverse Onkel. Er sieht halt aus wie der Onkel, mit dem halt keiner redet. Wie so der zweite Mann der Tante. Okay. Den aber niemand so wirklich irgendwie anfassen will, weil der vielleicht auch nebenbei bei der Polizei oder sowas arbeitet. Und Fahnder. Fahnder. Genau. Hansi ist so ein bisschen wie Hansi Drogenfahnder. Oder beim Zoll oder so und eigentlich immer nur schlechte Stimmung halt so hineinbringt, aber es auch gar nicht so, wirklich so böse meint und so. Aber trotzdem, wenn Hansi da ist, ist Weihnachten halt nicht immer ganz so schön, weil... Aber er hat richtig gute Stimmung reingebracht ins Hotel. Hat er nämlich richtig gute Stimmung reingebracht. Hat er Witz erzählt oder wie? Nee, er hat einfach die Spielerfrauen ins Hotel geholt. Man glaubt es kaum. Die ganzen, ganz großer Stand überall. Die Spielerfrauen hat er 2 Tage lang, durften die ins Hotel und durften zu ihren Männern. Ja, da wurde ordentlich Netflix geguckt, auf jeden Fall wahrscheinlich. Und das war eine Schlagzeile wert. Überall, also nicht nur irgendwie Bild, sondern wirklich Stern, Spiegel, bla bla bla. Alle haben das geschrieben. Und ich denke mir so, wen interessiert das, ob Hansi Flick Frauen ins, also wenn es jetzt Prostituierte gewesen wären, dann hätte es mich interessiert. Ja. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, Hansi, gut gemacht, haben sie alle mal eine Runde Spaß, so, dann verdienen auch noch ein paar andere Leute Geld, ist doch schön, aber es waren die Spielerfrauen. So. Ja. Wen interessiert es? Keinen. Oder er hätte gesagt, oder Hansi holt einfach mal 26 iranische Frauen und mit zur Pressekonferenz und sagt halt einfach, er interessiert sowieso nicht, was ich erzähle. Genau, hört mal den Frauen zu. Hört mal den Frauen zu. Ja, sehr gut, ja, stimmt. Ja. Ach, Mensch, oh Hansi. Mann, ey. Unser Hansi. Ja, und schade, dass es nicht mehr Lukas Podolski gibt, weil den hätte er ja noch nachnominieren können, alleine nur dafür, dass er mitkommt, dass der Lukas mitkommt und sagt, so, sich mal in die Hose zu gehen und mal daran zu riechen, ist überhaupt gar nicht so schlimm, weil jeder geht sich mal in die Hose und riecht da dran. Oh, das war halt auch alles schlimm. Also,
Aber schön, dass wir drüber sprechen können, ey. Oh, ich hoffe, dass diese scheiß WM bald vorbei ist. Nee, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich glaube bis zum 18. Dann ist vorbei. Eine Woche vor Weihnachten und dann ist es vorbei. Eine Woche vor Weihnachten? Eine Woche vor Weihnachten. Ich glaube 18. oder 19. ist das WM-Finale. Das großartige WM-Finale. Ist doch alles nicht so einfach. Ja, ist doch alles nicht so einfach. Warst du im Internet eigentlich gestern? Gehst jetzt auch gerade mit dem Trend mit? Es gibt nämlich diese Insta. Ey, das funktioniert bei mir nicht. Ach komm, das funktioniert bei dir Nein, wohl. Nein, das funktioniert. Ich hab's probiert und er zeigt keine Bands an. Ich hab's probiert. Das kann nicht wahr sein. Doch. Du musst das erlauben. Du musst halt wieder durch deinen kompletten Zugang nur für euch da draußen. Gerade geht bei Instagram ein Trend herum, dass alle Leute sich auch bei der Insta-Fest-App ein Gadget sozusagen runterladen können, das Insta-Fest erlaubt, auf dein Spotify zuzugreifen und anhand deiner Spotify-Rotation ein Festival erstellt. Ein Dreitages-Line-Up. Ey. Ich habe deins gesehen. Ey, ich selbst Oth würde am dritten Tag dabei. Weißt du, wie ich gelacht habe? Als Co-Headliner. Ja, genau. Das ist jetzt ja überraschend. Das hätte keiner gedacht. Keiner gedacht. Ich spiele auf meinem eigenen Festival. Ja. Aber ansonsten fand ich das eigentlich gar nicht mal. Voll die witzige Idee. Es ist eine witzige Idee. Ja. Und ich fand es auch gar nicht so schlecht, weil ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Line-Up. Weil am Freitag spielt bei mir als Headliner Fjord. Mhm. Und als Co-Headliner sind Papst, Love, ey. Und dann weiß ich nie, wie das da reinkommt. Aber Limp Bizkit ja, am Start. Ja, da habe ich auch gedacht, so, wie passt Limp Bizkit da ins Line-Up? Ich habe mich auch gut, gefragt. Dass Fjord über Limp Bizkit steht. Ich weiß auch. Und habe einfach nur gedacht, okay, alles klar. Dann am gleichen Tag, ne, dann wahrscheinlich so gegen 17 Uhr, Kraftklub, davor war schon 30 Seconds to Mars, ja. Fiebel, Nestor, Deathcap for Cutie muss das Ganze irgendwie um 14 eröffnen. Eröffnen, damit Peter Fox und Korn und die Nerven halt am Start sind. Ja, du musst mir das gleich mal zeigen, warum das bei mir nicht funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist am zweiten Tag auf jeden Fall sind Headliner die Donuts. Und ich muss also nichts gegen die Donuts. Ich mag die Donuts. Mhm. Total live. Wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich höre die nicht. Mhm. Und ich frage mich, warum die da drauf sind. Wahrscheinlich, weil ich mir das Hörbuch angehört habe. Das geht sehr lange. Ja, ja. Ich habe mir das Hörbuch angehört und nebenbei in dem Buch selbst geblättert. Weil das finde ich nämlich ganz schön geil an dem Buch von den Donuts, dass man die ganzen alten Bilder von früher hat. Und wenn man sich dann noch das Hörbuch dazu anschaut, ist es richtig, richtig cool. Aber auch voll Pimmel aufgeladen, weil Bush, Weevil und White Lies sind am Start als Co-Headliner. Bonobo, Dredge, Deftones, Who Made Who, Tool, Cigaros, Interpol, Danger Dan. Mhm. Was für ein Pimmel-Line-Up. Ja. Genauso wie am Sonntag. Foles spielen als Headliner. Moderat, Glock und wir. Ja. Und wir. Aber leider muss Jan Böhmermann das ganze Festival halt dann eröffnen. Ich weiß nicht, wie Jan Böhmermann da reinrutscht. Wahrscheinlich durch Fest und Flauschig. Ich glaube, wenn ich das machen würde, ist wahrscheinlich freitags Headliner die drei Fragezeichen, samstags fünf Freunde und weiß ich nicht, sonntags wer da Headliner bei mir ist. So viele Hörspiele, wie ich momentan höre. Ey, und dann habe ich mir überlegt, wenn das so ein bisschen auch der Ausschlag meines Musikgeschmacks wäre, wenn ich jetzt Booker wäre, dann gehöre ich ja genau zu diesen gleichen Pimmelbookern, die halt diese Festivals halt so super männlich buchen würden, weil ich habe nur mit Sialia eine Frauenband am Start und Bonobo, weil da ein Girl halt mitmacht und ansonsten, ja, in der einen oder anderen Band wird wahrscheinlich irgendwie eine Bassistin drin sein, bei Peter Fox sowieso ist es ein bisschen durchmischt. Aber generell ist das echt eine super Pimmelparty. Ja, du hörst halt viel zu wenig Frauenbands, Hase. Das ist, zeigt das. Nee, no way, auf gar keinen Fall. Da müssten auf jeden Fall viel mehr Frauenbands drin sein, aber die wurden nicht berücksichtigt. Ja, so sieht es nämlich aus. Dass ich Fei auch einen Pimmel hat. Musst du jetzt schon wieder aufstehen, oder was? Ich kann nicht mehr sitzen, das ist ein bisschen Willst abstehen. Du einen anderen Stuhl haben? Nö. Jetzt liegt dir ja der halbe Blaubeerkuchen, während du eine Zigarette raus... Ich sitze seit heute Morgen 12 Uhr hier am Homeoffice machen und so langsam kann ich mit meinem Arsch nicht mehr sitzen. Du weißt doch ganz genau, dass ich heute um 17 Uhr komme. Da kannst du dich doch mal ein bisschen vorbereiten, auch körperlich. Wieso? Ich bin körperlich total vorbereitet. Nur weil ich jetzt stehe, weil mein Arsch wehtut, weil diese scheiß Stühle hier so unbequem sind. Entschuldige bitte mal. Das ist ja wohl, ne? So, alle gegen Lauterbach. Hast du es mitbekommen? Alle sind gegen Lauterbach? Nee, habe ich nie mitbekommen. Alle sind gegen Lauterbach. Was hat er gemacht? Ach, jetzt gibt's die... Wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Heiner. Heiner. Gibt's auch einen guten Song von Frau Potz. Ach, Heiner. Ach, Heiner. Ja. Also wirklich, Heiner Lauterbach. Und der tut mir so leid, weil er in so vielen Formen ja auch auf der einen Seite recht hat, aber auf der anderen Seite wird er einfach überstimmt. Alle CDU, CSU geführten Länder haben sich dagegen entschieden, das zu tun, was eigentlich Heiner Lauterbach gerne möchte. Und sagen halt einfach so, nö, also hier Maskenpflicht und
Ah, die Quarantänegeschichte. Die Quarantänegeschichte. Ja, 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 das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, ja, egal, genau. was der jetzt ja, sagt. Man kann und wieder mit Maske der, zur Arbeit gehen. Und da war der richtig, aber oh. Da war der richtig, da war der richtig. Da war der aber richtig, richtig erbost darüber, weil er ja auch wieder auf der anderen Seite vollkommen recht hat. Die Herbstwelle klingt jetzt gerade ab, aber jetzt kommt leider die Winterwelle. Die haben wir noch gar nicht angekratzt und ich merke das halt auch schon da, wo ich jetzt gerade überall rumstehe. Es wird wieder mehr an Leuten, die erkranken und die... Aber erkranken sie an Corona oder haben sie wirklich einfach nur eine Scheißgrippe? Mhm. Also... Ja, kann man sich aufregen oder nicht drüber aufregen, aber es ist wieder so, das, was bezeichnet ist, alle tun, was sie wollen und du weißt wieder nicht, was du eigentlich machen darfst. Ja, du darfst alles machen, gerade wieder. Du kannst gerade, ist es, Corona interessiert kein Schwein mehr. Corona ist durch. Nee, Corona ist nicht durch. Corona interessiert die Schweine, die sich halt Long-Covid einhandeln. Ja, und das ist das Problem. Und da wird halt nicht drüber gesprochen. Davon rede ich ja nicht. Ich rede davon, dass die Leute, die keinen Long-Covid haben und Politik und so, dass für die halt Corona vorbei ist. Ich meine, guck dir mal Hamburg an. Hamburg war immer scharf ohne Ende, wenn es irgendwie um Corona gegangen ist. Immer. Mhm. So, die ganzen zweieinhalb Jahre hat Schenschner immer hart durchgegriffen und da noch eine Regelung und da noch was Neues rein. So. Die haben ja nicht mal mehr valide Zahlen. Wie denn auch? Wir haben alles abgebaut. Ja, die haben alles abgebaut. Es gibt doch keine validen Zahlen mehr. Weil wer geht denn bitte, ich meine, die können jetzt ja nicht allen Ernstes die Krankenhauszahlen wirklich dazuziehen und jetzt sagen, wir haben im Krankenhaus jetzt so und so viel Prozent, jetzt machen wir wieder alles dicht. Wird auf keinen Fall passieren. Das ist halt vorbei. Und selbst in Hamburg ist es vorbei. So, solange Schenschner nicht sagt, wir machen die Clubs wieder dicht, glaube ich nicht, dass Corona noch da ist. Ich bin das gewohnt, dass der Schenschner sagt, wir haben hier Corona, wir haben die und die Fallzahlen, so und so sieht das aus und wir machen jetzt wieder zu und ihr müsst alle Maske tragen. So, passiert nicht. Aber ich finde es einfach suspekt, dass man so tut, als wenn es wirklich vorbei wäre. Ja, es ist natürlich also nicht vorbei. Die Corona-Verordnungen sind halt vorbei oder diese Einschränkungen, die wir die haben. Die Einschränkung, genau, die Corona-Verordnung gibt es immer noch. Unsere ist jetzt noch wieder bis zum Januar 23 verlängert worden. Oh, ja. Gibt es da Neuigkeiten? Nee, es gibt nichts Neues. Nur diese Quarantäne-Geschichte ist halt raus, dass du dich halt nicht mehr in Quarantäne setzen musst. Auch für Hamburg? Auch für Hamburg. Nein. Doch. Ist so. Na, Hamburg ist doch immer noch dabei, oder nicht? Nee. Du musst in Quarantäne, wenn du... Nee, ich meine, dass da hundertprozentig... Ich kann es halt nochmal nachgucken. Das Clubkombinat hat das auch gepostet. Ich dachte, so Schleswig-Holstein ich mein, und Bayern in Hamburg, und... dass es in Hamburg auch raus ist. Bin mir relativ sicher. Ich kann da mal kurz, man kann das ja kurz aufmachen, dass wir hier keinen Quatsch dabei reden. Gucke ich die ganze Zeit auf den nachgemachten The North Face Pulli von Daniel Hüttmann, den er sich für 2,50 Euro auf den Kanaren geholt hat. Auf den Kanaren! Hat er einfach irgendwie so einen Varan aus dem Mund geschlagen und mitgenommen. Das sieht aber gut aus für den nachgemachten Pulli. Obwohl ich jetzt, wenn ich im Licht sehe, sehe ich halt diese ganzen Polyesterfusseln, die da so rausgucken. Wo? Da. Ja, das habe ich halt auch bei tausend anderen Pullovern, die, also die nicht nachgemacht sind. Nicht Haare von dir, die jetzt da so weit... Das könnten aber auch Katzenhaare sein, Hase, ne? Ja, okay. Ich habe neulich so eine Idee gehabt. Oh nee, ich hab Quatsch geredet. Ja! Unverändert gilt auch, dass nach einem positiven Test eine 5-tägige Isolierung verpflichtend ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein selbst durchgeführter Schnelltest oder ein Befund in einer Teststelle ein positives Ergebnis gezeigt hat. Diese Regelung des hamburgerischen Landrechts gilt unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen Person. Es entfällt nun jedoch die bislang bestehende Pflicht, einen positiven Selbsttest durch einen offiziellen Test in einem Testzentrum bestätigen zu lassen. So sieht's aus. Heißt auf Deutsch? Ja, teste dich einfach und fertig. Also wenn du Corona-positiv bist, bleibst du halt 5 Tage zu Hause. Ja. So, also solltest du. Aber Drosten hat ja auch gesagt, ne, dass hier den Corona... Den gibt es noch? Ja, na klar. Ich dachte, jetzt, mit dem warst du im Urlaub auf den Kanaren. Mit dem war ich im Urlaub auf den Kanaren. Nee, aber der hat auch gesagt, dass Corona halb tot ist. So, und dass da gar nicht mehr so viel kommt und bla. Und das ist jetzt so, ist halt, wie es ist. Aber jetzt hat der Heiner Lauterbach doch endlich sein Amt und möchte doch jetzt Sachen durchsetzen, die er schon von Anfang an bei der... Ach, ist egal. Aber das ist, ja... Aber den nimmt ja auch keiner so richtig ernst. Das ist ja auch das Und das Ding. Ist, glaube ich, sein Problem. Ich glaube, ja, aber das hat er auch selber verkackt. Der hat so viel Ego getankt innerhalb der kurzen Zeit, wo er halt bei Lanz Stammgast gewesen ist, dass er jetzt, wo er eigentlich arbeiten will, nicht mehr arbeiten kann. Nee, es fehlen halt auch die Kameras die ganze Zeit. Und Lanz fehlt natürlich. Wie immer fehlt Lanz. Aber vielleicht sitzt Lanz ja auch bei ihm jetzt im Büro. Mhm. Man weiß es nicht. Oh, absolut. Absolut erwähnenswertes Thema. Es gibt ja wieder eine neue Staffel Che Krümer beim RBB. Ja, ich muss unbedingt die mit hier dem Bildwichser gucken. Reichel, ja. Ich habe
dieses Interview gesehen. Reichelt kennt man ja, ehemaliger Bild, Chefredakteur und rausgeflogen wegen dem einen oder anderen sexuellen Übergriff. Ja. Und vielleicht auch der einen oder anderen, na, wie soll man sagen, Gartenzaun-Überschrift. Mhm. Und auch vielleicht ein bisschen Drugs, also ein bisschen Koks kann auch mit dabei sein. Also der hat auf jeden Fall ein bisschen gelebt als Chefredakteur. Und der Kurt Krömer hat ihn auseinandergenommen, muss man auch wirklich sagen. Dieses Interview ist eine halbe Stunde. Ich nehme ihn, nicht Achim Reichelt, sondern er heißt Julian Reichelt. Julian Reichelt. Also Kurt Krömer hat Julian Reichelt. Achim Reichelt war der mit Aloe und mit dem Gonokokken und so. Ja, aber ich dachte, die Gonokokken. Vielleicht hat der auch Gonokokken, man weiß es nicht. Wo wir wieder über sexuellen Übergriffen reden. Aber Kurt hat ihn halt auseinandergenommen nach Strich und Faden, so dass Julian auch gesagt hat, was sie jetzt gerade machen, sie benutzen jetzt ja gerade die Methoden, die sie selber so verabscheuen. Mhm. Und er hat auch sehr viel Kritik bekommen von der SZ und von sehr vielen... Krömer. Ja. Krömer hat dafür unfassbar viel Kritik bekommen. Erstens, warum er Reichelt so eine Bühne gibt. Ja, und zweitens, warum er ihn so hart auseinandernimmt, also mit seinen eigenen Methoden auseinandernimmt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, so ja, stimmt, hat er recht. Und jetzt würde ich aber gerne Kurt Krömer fragen, ob er das extra gemacht hat. Natürlich. Also im Sinne von, er schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen, das war das Ding. Naja, ja, nicht mal, er schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen. Genau. Ja. Also, das war Absicht. Der hat ihn einfach seine eigene Medizin schmecken lassen. Genau. Und das so extrem und so enorm, dass ich dann im Nachhinein sage, irgendwie, du hast dir, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht, wie es nach außen rüberkommt. Aber irgendwie finde ich es auch geil. Ich glaube, er hat es, also Kurt Krömer ist ja nicht dumm. Ultra intelligenter Mensch. Ich glaube, dass er sich schon sehr, sehr starke Gedanken darüber gemacht hat, was er da macht, wie er das macht und wie das nach außen hin wirkt. Hundertprozentig. So, und der wusste auch ganz genau, dass wenn er das so macht, dass es auf jeden Fall Kritik hageln wird, ganz sicher. Hundertprozentig. Und ich finde es so faszinierend, dass auch immer wieder Leute in diese Show gehen, die wissen, dass sie dort verlieren werden. Ja, komplett. Ich kann es mir, und dass das auch noch gesendet wird, dass dann noch irgendjemand sagt so, ja klar könnt ihr es senden. Ja. Ich habe mir irgendwie ein absolutes Eigentor halt gerade reingehauen, aber klar könnt ihr es senden. Das ist halt... So auch wie mit Frauke Petri zum Beispiel. Genau, das ist halt das Ding. Ich find das gut, was Krömer macht. Und ich habe auch nicht alles gesehen von Krömer. So die wichtigsten Sachen habe ich halt eben, was heißt die wichtigsten? Also die guten Sachen habe ich halt irgendwie gesehen. Und ich frage mich halt immer, muss man einer Frauke Petri, muss man einem Julian Reichelt die Bühne geben, dass man sich da äußern kann? Und ich finde es bei Kurt Krömer, sage ich ja, auf jeden Fall, weil er die halt so auseinander nimmt. Mhm. So, und darum finde ich das okay, dass das passiert. Andersrum, kennst du Mo Asumang? Nein. Es ist eine Moderatorin und die geht halt auch immer gerne dahin, wo es richtig weh tut. So, ja. Und die hat sich jetzt letztens, oder ich weiß nicht, ob es letztens war, aber die hat sich mit Ken Jebsen getroffen. Okay. So, und diesem Typen eine Bühne zu bieten, vor allem wie sie das macht, sie macht es halt nicht wie Kurt Krömer, also das ist wirklich ein ganz normales Interview, finde ich halt richtig kacke. Und er hat sie halt auch relativ hart angegangen und sie auch ordentlich beleidigt in diesem, ja, ich schicke dir den Link mal. Da denke ich mir auch so, nee, so jemand muss man in dieser Art und Weise keine Bühne bieten. Und ich mag die Frau sehr gerne. Ich finde es auch, sie ist halt super klug so und versucht natürlich diese Interviews eher auf die diplomatische Art und Weise, aber halt schon sehr, sehr klug, um die Leute zu entlarven. So, weißt du, das funktioniert aber nicht immer. Und ich finde, bei Ken Jebsen hat es null funktioniert, weil der Typ einfach auch sehr, sehr intelligent ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Was man von Achim Reichelt, was man von Julian Reichelt nicht sagen kann. Oder von Frauke Petri. Aber das hat da überhaupt nicht funktioniert. Und das fand ich ganz, ganz schlimm zu sehen, wie er sie halt auch wirklich runtergemacht hat. Und ich fand, dass ihr das Interview sehr entglitten ist. Und da frage ich mich, muss man das ausstrahlen? So, also da war die Bühne für Ken Jebsen völlig falsch, also in meinen Augen, das ist immer, ne, natürlich nur persönliche Sichtweise so, aber das finde ich schon ziemlich hart. Aber das ist bei Kurt Krömer anders. So. Weil Kurt Krömer ist ja eigentlich auch wie ein Theaterstück aufgebaut. Es ist ja nicht das normale Lanz-Interview, weißt, Kurt Krömer schlüpft in eine Rolle als in Klammern Stasi-Agent und nimmt eine andere Person auseinander. Und man erwartet ja von ihm halt auch, dass er auch scheiße zu dieser Person ist. Dass er hart, scheiße und unfair ist. Das erwartest du ja von Kurt Krömer. Ja. So.
Und obwohl unfair ist das falsche Wort. Unfair war er auf jeden Fall bei Reichelt, aber weil er ihn mit seinen eigenen unfairen Waffen halt behandelt hat sozusagen. Ne? Du kriegst jetzt mal in einer halben Stunde das, was du die letzten Jahre, 20 Jahre halt bei der Bild mit jedem C-Promi gemacht hast und mit jeder armen Wurst, die halt irgendwie vorne auf dem Cover ist und auseinandergenommen worden ist, das kriegst du jetzt zu spüren, egal ob ich jetzt was abbekomme oder nicht. Ja. Du musst jetzt da durch, du musst jetzt leiden. Also die beste Aussage fand ich, wo Reichelt sagte so, hä, den Drosten, nee, den haben wir nicht vorgeführt. Und ich denk mir so, what? Ich so, hä? Also ich hab's noch nicht ganz gesehen, und ich so, natürlich habt ihr das gemacht, über Wochen. Über Wochen habt ihr den Typen auseinandergenommen, ihr habt den privat belauscht und belauert und was ich, was ihr da verantwortet, ihr habt das nicht gemacht, natürlich habt kein Interview gemacht. Von dir bekommen, dann nehmen wir dich auseinander. So, genau so war die Situation. Ja, und das war ja auch der Punkt, wo Drosten halt gemerkt hat, ich muss mich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, kann den Podcast nicht mehr machen, sondern gerade bin ich die Zielscheibe der Öffentlichkeit und möchte doch eigentlich nur euch aufklären und helfen. Naja. Deshalb freue ich mich. Irgendwie ist es auch schön, dass der Drosten jetzt da so ein bisschen raus ist und dass er ein bisschen Ruhe hat. Ja, ich glaube, die braucht er auch. Vielleicht geht er mit ZSK nochmal auf Tour. man weiß es ja nicht. So ein bisschen Ruhe. Und dann auch im nächsten Jahr kann er wieder ein bisschen wieder forschen und einfach das tun, wofür er eigentlich ausgebildet ist. Keinen Podcast zu führen. Wofür er bezahlt wird. Wofür er bezahlt wird. So. Freut sich dann bestimmt auch mal wieder ein bisschen Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Ja. Und nicht wieder bei Lanz irgendwie auf dem Sofa zu sitzen. Ach, und dann sich wieder bei Lanz auf dem Sofa sitzen. Keine Ahnung. Ich habe ein ganz großes Problem mit Lanz gerade. Hast du das gesehen, wo da war... War die auch von der dritten Generation? Nee, letzte Generation heißt es. Dritten Generation. Ja, die dritte Generation. Du meinst die kleine Schwester mit dem Messer? Ja, ja, genau. Ah, ich weiß nicht, wie du das war. Du meinst die Umweltaktivistin? Ja, die Umweltaktivistin, die da war. Und wo er überhaupt nicht verstanden hat, was sie eigentlich möchte. Er hat es überhaupt nicht kapiert. Und er hat sie auch gar nicht wahrgenommen als Person, als Frau, als Mensch. So. Und er will das halt auch gar nicht. Nee, null. Der null. Will das auch gar nicht. Nein. Er ist doch eigentlich, ich glaube, der Lanz ist jetzt gerade in so einem Punkt, wo der sich... Wo der sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit durch seine Gäste getankt hat und jetzt sich, ich will nicht sagen überschätzt, aber er sich so ein bisschen als Machtinstrument sieht. Weil neulich war auch Robert Habeck zugeschaltet und Lanz saß da, wie er dann immer sitzt, so leicht vorgebeugt, so das Bein über das andere geschlagen und dann sehr eloquent. Und da war einfach nur die Frage, soll Manuel Neuer die Binde tragen oder nicht? Mhm. Das war so die Frage. Ja, ja. Und Robert Habeck wollte jetzt nicht so direkt darauf antworten, sondern er meinte halt einfach nur so, ich würde es schön finden, wenn unsere Nationalmannschaft halt ein Zeichen setzt, da wo sie halt gerade ist. Hat es aber so ein bisschen verallgemeinert. Mhm. Und dann ist der Lanz da wieder da und beugt sich noch tiefer. Jetzt aber ganz ehrlich, Herr Habeck. Jetzt, ich will ja wissen, was der Habeck sagt. Soll er sie tragen oder nicht? Also und Robert Habeck dann wieder verallgemeinert. Und der Lanz wollte einfach nicht locker lassen. Und das hat mich so angeekelt. Mhm. Jetzt lassen Sie doch mal den Robert Habeck in Ruhe. Was interessiert dem jetzt halt gerade diese scheiß Binde, der muss sich halt irgendwie darum kümmern, dass wir irgendwie Gas und irgendwie Strom wieder an den Mann bekommen und sich irgendwie um Umweltpolitik halt kümmern. Da ist die Binde jetzt erstmal nebensächlich. Aber dieses Geifern nach Antworten, das hat er so gerade Bock drauf. Und der unterbricht halt auch die ganze Zeit sehr rüde, finde ich, und hackt halt auch so Sätze ab und so. Finde ich sehr unangenehm. Aber was ich sehr lustig fand, vielleicht hast du das auch gesehen, was in der Elfi passiert ist. Nee. Hast du nicht gesehen? Ist die Elfi abgebrannt? Nee, es war bei irgendeinem Orchesterkonzert oder so, haben sich zwei Mitglieder der letzten Generation, oder wie ich immer sehr gerne sehe, die dritte Generation, an ein Geländer festgeklebt, was sozusagen vor dem Dirigenten stand. Also sie sind einfach auf die Bühne, haben Hände drauf, bups, festgeklebt so und haben dann irgendwie was gerufen, keine Ahnung. Das Problem war einfach nur, dass man dieses Geländer einfach hochheben konnte und wegschieben konnte. Dementsprechend sind einfach drei Leute gekommen und haben diese beiden, das waren ein Mann und eine Frau, und haben die einfach aus dieser Halle rausgeschoben. Und es gibt also zwei geile Bilder. Einmal, wie die beiden halt im Saal stehen, an diesem Geländer festgebappt, und dann eins, wie sie draußen rausgeschoben einfach stehen. Und ich finde das so geil und so witzig, dass man dieses Geländer einfach rausschieben konnte und dass das überhaupt nichts gebracht hat im Endeffekt. Ach, ich fand das herrlich, ich fand das sehr witzig. Ja, da kann man sich doch eher an den AMG von Sharon David kleben.
Was? Shireen David. Ja, die kenne ich. Da kann man sich doch eher an den AMG von Shireen David kleben. Ja, könnte man. Könnte man. Die würde wahrscheinlich einfach losfahren. Natürlich. So, und dann sich denken so, what? So, Aber ich würde es gut finden, wenn die sich nicht die letzte Generation genannt hätten, sondern die dritte Generation. Und immer, wenn die was sagen wollen, vorher den Song singen. Den einen Hit von der dritten Generation. Vater, du warst nie für mich da. Und dann erst ihre politische Meinung äußern. Das würde ich gut finden. Das würde vielleicht auch nochmal einen kleinen Push für die dritte Generation geben, die wahrscheinlich gerade irgendwo als Hausmeister arbeiten oder so. Nichts gegen Hausmeister, toller Beruf. Aber vielleicht kriegen die noch ein bisschen Kohle dafür. So GEMA-Rechte oder so. Ich glaube nicht, dass die als Hausmeister arbeiten. Meinst du nicht? Was machen die denn? Das sind Studierende. Weißt du, wie alt die gerade sind? Nein. Ich sehe immer nur sehr viele junge Leute, die in Museen hineingehen und dann Bilder mit Kartoffelbrei bewerfen. Ja, das hat ja nichts mit der dritten Generation zu tun, was die beruflich machen. Oder meinst du, das ist die dritte Generation, die das beruflich macht? Nein, aber die Weil jetzt, ach so, du meinst. Die Original dritte Generation. Ja, natürlich. Nein, natürlich sind die Hausmeister. Ja, sag ich doch. Hä? Natürlich sind die Hausmeister. Selbstverständlich sind die Hausmeister. So. Also, vielleicht kommen die aber nochmal auf Tour. Das wäre auch eine interessante Zusammenstellung, indem man nochmal sagt, komm, wir holen sie nochmal alle wieder zurück. Tic-Tac-Toe, die dritte Generation. No Pagadi. Obwohl. Die ja gerade eine Reunion starten wollen, ne? Ist kein Scherz. Ehrlich? Jawohl. Aber die haben noch keinen einzigen Hit. Doch, diesen einen Hit hatten die. Poison. Poison? Das war deren Hit, ja, ja. Und das war ja so eine Mischung aus Gothic, Deutsch, Rock, Pop-Scheiß. Das ist ja keine Sau hat das interessiert. Es war in einer Zeit, wo Rammstein gerade ihre dritte Platte rausgebracht haben. Da brauchte man Gothic-Pop. Und Umf. Ja, Umf. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Umf, halt auch ganz groß gewesen ist. Und Deutschrock, hey, das ist jetzt unser Ding, das machen wir jetzt. Ja, drei von denen wollen wieder Musik machen und eine ist jetzt beim Promi Big Brother eingestiegen. Nein. Ja. Ja, ja. Du guckst dir Promi Big Brother Nein, an. Ich habe das nur auf TikTok gesehen, weil dieser eine Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der irgendwas mit Parfüm macht, da völlig durchgedreht ist und am Giorgio Armani. Nee, und am ersten Abend die kommen da halt rein, wenn die in so einem Assi-Bereich reinkommen und dann müssen die ihre Klamotten ausziehen, die sie anhaben und kriegen halt total ätzende 80er, 70er Jahre Klamotten angezogen. Also so Trash-Zeug halt. Und er wollte das halt nicht. Der hat gesagt, ich habe hier meinen weißen Anzug, das ist meine Marke, so das bin ich ziehe das nicht aus. So. Und das war ihm auch egal, ob die anderen daraus Konsequenzen ziehen. Weißt du, dann gibt es ja natürlich irgendwie eine Strafe, ne, damit alle sauer sind auf den Typen. Und ich gucke gerade, wie der Typ heißt. Jeremy Fragrance heißt der. Und der macht irgendwas mit Parfüm, der macht eigenes Parfüm und kann irgendwie jedes Parfüm an seinem Geruch erkennen oder so, keine Ahnung. Und ist halt voll der Weirdo-Dude. Ach, das ist dieser YouTuber. Ja, oder Insta, also eher TikTok tatsächlich. So, hi, ich bin's, Jeremy, ja, ich sehe total gut ja, aus. Ja, genau, und dann halt auf Englisch immer und so. Und der ist halt völlig irre, der Dude. Und darum habe ich mir das ein paar Mal, also habe ich mir diese Zusammenfassung angeguckt. Und der ist halt völlig bekloppt. Aber die macht da auf jeden Fall mit, die eine von Nupagadi. Ich kann es nicht verstehen. Es gibt so viele schöne Sachen auf Netflix und Disney+. Warum das immer noch so funktioniert, aber wahrscheinlich gibt es halt einfach Fans. Weißt du, was richtig funktioniert? Ich schaue gerade wieder Lost. Schon wieder? Ey, das funktioniert immer noch, ne? Das ist so krass. Hast du nicht am Anfang der Corona-Pandemie also Lost? Da habe ich, glaube ich, auch nochmal Lost geguckt. Ich habe jetzt wieder angefangen, Lost zu gucken. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig großartig. Alles an dieser Serie ist einfach großartig. Bis auf das Ende? Nein, ich liebe das Ende, habe ich schon mal gesagt. Das ist für mich das perfekte Ende dieser Serie. Es gibt 50-50, scheiße oder gut, mehr gibt's nicht. So, ne? Aber für mich ist es das perfekte Ende dieser ganzen Serie, auf jeden Fall. Ach, herrlich. Ich muss die ganze Zeit auf The North Face gucken, auf deinen The North Face Pulli. Das liegt aber auch daran, dass ich neulich die Idee hatte, ein T-Shirt zu machen, das genau diesen Aufbau der Schrift hat, mit dem Zeichen daneben und dann The Naughty Face. Oh, The Naughty Face. Das ist auch schön. Ja, das ist gut. Aber sag mal, gehen wir beide ans Ende des Regenbogens. Ans Ende des Regenbogens. Nee, Regenbogens und finden Katar. Wir hatten doch mal unsere wunderbare Fenja zu Gast aus dem Molotow. Ja. So, und Fenja und der gute Nils aus dem Molotow, der bei Abramovic spielt. Haben Geburtstag. Nee, die haben keinen Geburtstag. Die hören beide Molotow auf. Nein. Ja. Ach was? Die hören beide Molotow auf. Warum? Und
Machen die zusammen einen neuen Club auf oder wie? Nee. Die hören einfach beide Molotow auf. Und da ist am 9.12., den Termin solltest du dir auf jeden Fall rot in deinen Kalender einstreichen. Mhm. Das ist ein Samstag. Mhm. Ist ein Freitag. Oh. Ich muss mal gucken. Feiern die Molotow ihren Abschied? Oben in der Skybar. Oh, ist das traurig. Das ist total traurig und darum müssen wir beide da auf jeden Fall hin. Das ist, egal, was das du da ist hast, wirklich musst du traurig. Absagen. Auch wenn Menschen unseren Podcast hören, die mit dem Molotow nicht so verbandelt sind, mhm. Es ist immer traurig, wenn Gesichter aus Clubs verschwinden. Vor allem so wichtige Gesichter wie Fenyas. Sorry, also ist ja einfach Fenya und Nils. Also beide. Die den Club halt geprägt haben und das schon über Jahre. Ich meine, Fenya ja. ist das Molotow. Und das Für Molotow, mich ist Fenya das und Molotow. Ja. Und das Molotow ist Fenya. So. Aber, und ich kann es aber auch verstehen, dass man dann in Ich meine, sie ist ja noch mega jung, die muss ja auch Anfang 30 sein, oder nicht? Sie hat es ja auch bei uns im Podcast gesagt, sie ist ja direkt nach der Schule ins Molotow gegangen, also während der Schule ja noch und ist seitdem im Molotow. Das ist ja ewig, also ne, irgendwann muss ja auch mal genau. was Neues passieren. Gerade Wucke gehabt ne? so und dann ja. irgendwie die 7. Klasse geschafft, aber schnell nochmal ins Molotow, so in die Bands hören. Genau, nee, also das ist auf jeden Fall am 9., da feiern die beiden ihren Abschied, da müssen wir auf jeden Fall hin und dann müssen wir ganz viel Alkohol trinken. Weiß man schon, wer das denn macht? Rückt dann jemand nach? Ist es dann Eileen, die dann das Ding dann weitermacht? Ja, bestimmt. Als Auszubildende? Bestimmt Eileen und die anderen Menschen. Es ist ja nicht ja, nur Fenya und Nils, die da arbeiten. Ne? Aber es sind halt für dich und für mich so die Gesichter des Molotow. Es ist halt traurig, ja, weil genau. ich meine, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Nee. So, und wenn man in einen Club kommt, dann freut man sich ja immer über alte Gesichter, genau. die man halt schon seit Jahren kennt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es so ein prägender Club ist wie das Molotow. Absolut. Wenn Fenya und wenn Nils nicht mehr da sind, dann fehlen mir diese Gesichter. Mhm. Und diese neuen, jungen TikTok-Spacken, die da halt irgendwie rumlaufen, die da jetzt schon für 12 Euro die Stunde anfangen, wo wir früher noch für 6 Euro die Stunde gearbeitet haben. Ah, das glaube ich nicht, dass das im Molotow ist. Das ist das auf gar keinen Fall ist. Aber immer noch mega coole und integere Leute im Molotow. Nur, ja, klar. Nur man kennt sie halt alle nicht. Oder die meisten zumindest nicht so. Und, aber die gucken uns dann auch schon an und sagen, die Alten. Die Alten. Die Boomer. Ja, ja, genau. Die Boomer. Was wollen die denn hier? So ist Daniel aus der Astra-Stube. Ja, genau. Weißt du, wenn Fenya sich halt immer mega gefreut hat und Nils, wenn man halt irgendwie da war. So. Ja. Aber Sören ist ja noch da von Abramovic. Ja. Ne, also das ist dann einer, den wir auf jeden Fall noch kennen. Eileen ist auf jeden Fall noch da. Die kennen wir natürlich die auch. Die Jungen, die lästern halt auch so, ja, und Hauke und Daniel, ja, die machen einen Podcast. Aber ist nicht so geil wie gemischtes Hack. Nee, gemischtes Hack nicht. Wie junge Möwe, wollte ich schon sagen. Wie normale Möwe. Wie normale Möwe. Die sind nicht so witzig wie Max Schaaf und Hinner Köhn. Nee, ist nicht überhaupt so. Die wollen so sein wie normale Möwe. Ja, schaffen die aber nicht. Ey, nee. Hört auf, ihr Ficker, Alter. Wir wollen nicht. Hier, das sind. Hier, Shoutout. Shoutout an normale Möwe. Wir sind so nicht normale Möwe. Falls irgendjemand. Haben wir da auch noch nie. Nee. Wir waren ja noch nie im Comedy-Podcast. Nein, auf gar keinen Fall. So bei uns lacht man einfach über andere Sachen. Ja. So, bei uns gibt man ja auch diepe Geschichten und dann wird es auch mal traurig. Ja, das ist bei normale Möwe bestimmt auch so. Möwe. Normale Möwe. Möwe. Weil. Gemischtes Hack, ich wusste gar nicht, dass Gemischtes Hack der erfolgreichste Podcast in Deutschland ist. Ist so. Aber schon super lange. Ich glaube, die ganzen Jahre war es der erfolgreichste Podcast. Erst war es fest und schlunzig. Fest und schlunzig und dann wurde es abgelöst. Dann wurde es abgelöst. Ja. Das sieht man ja immer an den Likes. Mhm. Und die haben irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Likes. Aber ich glaube, Spotify ist auch immer schön dabei und sagt so, ja, wir schenken euch nochmal ein paar imaginäre Likes mehr. Weil, imaginäre ja, ist doch einfach so. Wenn du dir heute ansiehst, welche Zahlen teilweise manche Bands halt haben, wo du denkst, wie kommt denn das zustande, dass die irgendwie 150.000 monatliche Hörer haben, aber verkaufen halt gerade mal irgendwie 150 Tickets im Logo oder so. Dann ist es so, es ist irgendwie, das, man weiß ja überhaupt gar nicht, wo man sich dran halten soll. Nee. Da, das weiß man wirklich überhaupt nicht mehr. Ja. Und wann gehen wir dann noch einen trinken? Wir gehen auf jeden Fall und wenn du da nicht kannst und ich weiß, es ist mir egal, ob du da kannst oder nicht, weil dein Partner auf jeden Fall nicht da ist, dein Fahrradpartner, ja. Der ist hier nicht da, habe ich auch eingeladen, hat gesagt, nee, kann ich. Weihnachtsfeier Astra-Stube. Wir machen zum allerersten Mal in der Geschichte der Astra-Stube, das ist kein Scherz, machen wir eine Weihnachtsfeier. Und man muss dazu sagen, wir sagen nicht, wo sie stattfindet, nee. Aber wir sagen, dass es am 30. Dezember ist. Genau. Und wer macht denn am 30. Dezember? Wir! Ne? Es ist am nächsten Tag ist Silvester. Ja, und wir sind alle alt, wir gehen Silvester nicht mehr feiern. Mhm. So, ganz ehrlich, der 30. ist ein super Datum. So. Ich weiß, ich habe mir es eingetragen. Das Schöne daran ist, ich selber mache eine Weihnachtsparty für alle Menschen, die so irgendwie alleine Weihnachten für sich so zusammensitzen und wollen und so ein bisschen kochen. Bei mir heißt es dann halt einfach, es gibt
veganes Chili. Das war so klar, es gibt veganes Chili. Boah, ich könnte schon wieder kotzen, ey. Ja, ist halt einfach so. Sorry. Tut mir leid, dass ich halt... Dass die, ich halt Hauke, viel die Hauke macht das beste vegane Chili. Glaub ja. mal, glaub es, mal. Es tut mir verdammt leid, dass ich so viele Freunde habe, die halt einfach ja. nicht mehr drauf setzen, auf Fleisch. Nimm doch so. Einfach Fleisch, merken die doch eh nicht. Nee, Quatsch, nein. Aber der Eintritt ist halt Dip. Der Eintritt ist Dip. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Wird auch geschrieben. Ich lade dich gerne ein, dann kannst du mein veganes Chili verschmähen. Aber es ist mega geil. Nee, wir feiern Weihnachten schön zu viert. Also zwei Menschen, zwei Katzen. Ach so, ich dachte, ihr habt wieder beim Joy Club, habt ihr wieder so ein Pärchen. Nee, das machen wir nicht mehr. Anneliese 38 und nee. Peter 52. Nee, das machen wir nicht mehr. Davon, Weihnacht mit Daniel Hüthmann. Davon sind wir weg. Nee, wir machen hier schön Kartoffelsalat und Nudelsalat und dann gibt's Eiswürstchen dazu. Also ganz entspannt und ganz gut. Ich rede ja auch vom 29. und nicht vom 24. Ach so, vom 29. Ich sag dir dann auf jeden Fall Bescheid. Sag nochmal Bescheid. Aber was ist, glaubst du, der häufigst gesagte Satz in autonomen Jugendzentren, besetzten Häusern, wo halt Bands spielen? Was ist da der meistgesagte Satz, der immer eigentlich kommt? Es heißt Freundinnen. Nee, die Suse macht das beste vegane Chili, was ihr jemals gegessen habt. Und den Namen kann man dann austauschen, egal ob weiblich oder männlich. Das war in wirklich jedem Autonom oder Zentrum, wo wir damals gespielt haben, war das immer die Hauptaussage. Was gibt's denn zu essen? Oh, es gibt vegane Chili, Leute. Und alle schon so, boah, Alter. Weißt du, 30 Tage unterwegs, 20 Tage hast du schon absolviert und in jedem Laden gab es vegane Chili. So, und dann hörst du wieder, es gibt vegane Chili und der Robert, der macht das beste vegane Chili. Und der zweite Satz, der am meisten gesagt wird, war, wo schlafen wir denn heute Abend? Ach so, ja, ihr schlaft bei Robert, dem Veranstalter. Ah, wie weit ist das denn weg? Ach, das sind nur 5 Minuten. Niemals sind es 5 Minuten. Es sind auch niemals 10, es sind auch niemals 20. Es ist immer eine Stunde laufen. Immer. Da könnt ihr immer. Auch zu Fuß hingehen. Genau, da könnt ihr auch zu... Durch die Innenstadt ist kürzer. Genau, durch die Innenstadt ist kürzer. Oh mein Gott, ey. Und dann kommst du in dem Haus an oder in der Wohnung, wo der Dude oder die Dudette halt wohnt. Und das ist natürlich immer eine WG, ganz klar. Niemand von diesen Veranstaltern hat damals alleine gewohnt. Die haben halt immer in der WG gewohnt. Und das Zimmer, in dem du schlafen solltest, war natürlich das Partyzimmer. Weil der Veranstalter natürlich gesagt hat, wir machen jetzt nochmal richtig schön einen drauf. Nachts um 3, nachdem man ein Konzert gespielt hat und was getrunken hatte, dann 2 Stunden durch die Innenstadt gelaufen ist, um zu dieser scheiß Wohnung zu kommen, gab es in dem Zimmer auf jeden Fall noch eine Aftershow-Party, weil die WG sich natürlich mega gefreut hat, dass eine Band jetzt auch noch zu ihnen kommt. Das muss man sich mal reinziehen, wie oft wir mit Schlafsäcken vorm Klo gepennt haben. Ohne Witz jetzt. Wie oft ich in Badewannen geschlafen habe, die ich vorher noch sauber machen musste, weil die so ekelhaft waren, wo du gedacht hast, wie können Menschen so leben? Ja. Jetzt ist es halt vorbei. Ach hier, jetzt ist endlich ein Einliner. Auf geheime Schlagertouren, die Promotion Gott sind. Gott sei Dank. Der Einzige, der im Badezimmer schlafen muss, ist Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Ja, gut. Ja, das war's mal wieder. Ach, mit genau. Normale Möwe. Ja, mit normale Möwe. Möwe. Wir haben eine wunderbare Playlist, die heißt Astra Kolala Nachtasyl. Und ich wünsche mir auf jeden Fall in Gedenken an Heiner Lauterbach, Ach Heiner von Frau Potz. Dann wünsche ich mir noch von Boy Bleach, Dance No More und von Pet Needs, Tracy Eminence Bad. Und einfach, weil ich es geil finde, von Elkland Trio, Warbrain. Gut, dann wünsche ich mir von Materia, der gerade eine neue Single rausgebracht hat, Wald. Oh, okay. Ist gut. Hast du dieses Ding gehört, was er zusammen mit Finch Asozial und der Sängerin von Silbermond gemacht hat? Ach, oh, schwierig. Ostkind, West, nee, Ost, Ost, ich glaube Ostkind, ja, ne? Ja, das ist alles, das ist nicht mehr, ich glaube, das sind so Sachen, so Entscheidungen, wo du nicht mehr sagst, ich hab Bock, künstlerisch das zu tun, sondern das bringt Spotify-Zahlen. Schwierig. Ja, dafür ist eine neue Single Wald schon ziemlich. Habe ich gehört, finde ich auch sehr gut. Definitiv. Ziemlich gut und wahrscheinlich, wenn man gesehen hat, dass eine neue Tour announced worden ist, gibt es halt auch wieder ein neues Album. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube, die letzte Platte ist ja gar nicht mal so lange her, aber es war so ein Corona-Projekt, weil es halt auch ziemlich elektronisch angehaucht ist. Und dann hat er jetzt gesagt, okay, dann gibt es jetzt mal wieder eine gute Hip-Hop-Platte. So, mal raushauen, ne? Gucken wir einfach mal, was das... Was das Leben so bringt, ne? Sag mal, sagen dir Dieselboys was? Dieselboys? Ja. Das klingt... Ich meine, die heißen Dieselboys. Das klingt in... Also vor 10 Jahren hätte ich gedacht, das ist auf jeden Fall eine amerikanische Trucker-Band. Ja.
die so richtige geile Trucker-Rock-Mucke machen. Jetzt hört sich das an wie jeder x-beliebige Hip-Hop-Scheiß, der gerade in ist. Keine Ahnung. Das Buch des Landstreicher klingt so. Das Buch des Landstreicher. Aber ich gucke noch mal eben. Sind die bei Kraftklub Vorgruppe? Nee, warte. Nein, sie heißen The Butcher Sisters. Wie komme ich auf Diesel Boys? Sie heißen The Butcher Sisters. Ja. Und ich hab das irgendwie in meine Spotify-Liste reingespült bekommen und hab dann gesagt so, okay, seit wann macht Finch asozial jetzt irgendwie Metalcore? Es ist halt so Crossover-Metalcore-Scheiße. Es hört sich halt safe einfach an, als würde Finch asozial halt jetzt Crossover machen, weil die singen halt auch genau so, wie Finch rappt. Also sie rappen, wie Finch rappt, wie auch immer. Und das klingt halt so angestrengt, also wie sie rappen und wie sie dann singen, dass es sich halt so anhören soll. Und im Hintergrund ist es dann halt so Bums-Crossover wie Eskimo Callboy. Nee, sie heißen nicht mehr Eskimo Callboy, ne? Electric Callboy. Electric Callboy. Aber es ist halt noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Es ist so richtig local, also die müssen halt auf so Bums-Festivals spielen, weißt du, auf so Dorf-Festivals. So, da werden die bestimmt richtig abgefeiert von Leuten, die noch ein Rage Against the Machine-T-Shirt anhaben oder ein Limp Bizkit oder ein Korn-T-Shirt. Die finden sowas gut. Wir ballern, wir machen Döp, Döp, Döp. Ja, genau so ist es. Das ein Song heißt auch Döp, 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 Döp. So, und du denkst die ganze Zeit, das ist Scooter. Das ist unfassbar aber beschissen. Funktioniert unfassbar. Ja, es funktioniert gerade gut. Wenn du auch so eine Band hast wie Hämatom. Alter. Auch die. Können wir mal ganz kurz über Hämatom sprechen? Okay, ich dachte eigentlich, brennen wir den Podcast, aber das ist das letzte Thema, Hämatom. Es regnet Bier. Alter, sind die bescheuert? Ganz ehrlich, wer das hört und wer da sagt, das finde ich richtig geil, der hat für mich das hat für mich keine Berechtigung. Der hat die Kontrolle über seinen Musikgeschmack komplett verloren. Der hat absolut die Kontrolle über seinen Musikgeschmack verloren. Also wer Hämatom feiert, ey, Alter, geht nicht. Also verstehe ich in keinster Art und Weise. Das ist jetzt eine Headliner-Band. Ey, fuck it. Das ist der letzte Müll, wirklich. Ich möchte noch einmal kurz bei Spotify eingeben, weil wenn du Butcher Sisters sagst, dann gehe ich aber davon aus, dass es Diesel Boys auch gibt. Ja, gib mal Diesel Boys ein. Diesel Boys, ich bin bei Spotify. Es gibt Diesel Boy. Diesel Boy, okay. Ja, mit ihrem Song Titty Twister. Ah. Ja, so eine Rock-Kombo war. Ja, war klar. Okay. Buch Torben Meier die? Hallo Torben. Hallo Torben, Shoutout an Wizard. Lieben euch. Ja, nee, Leute, bitte hört auf, das zu hören. Nicht, dass die noch auf den großen Festivals spielen, was die nächstes Jahr wahrscheinlich tun werden. Also nicht Dieselboy, sondern Hämatom. Ja. Oh, warte. Nicht, dass Spotify das jetzt erkennt, dass ich hier gerade die Band laufen lasse, sondern Dieselboy laufen lasse. Dann werden wir wieder gesperrt. Ja. Ich habe, glaube ich, heute auch sehr viel geflucht. So. Und alle, die sich für Computerspiele interessieren, morgen, also ihr hört das ja Donnerstag, morgen am Freitag, am 2. Dezember, kommt The Callisto-Protokoll raus. Ha, ich bin schon ganz, ganz, ganz fickere hier. Es ist Dead Space meets Resident Evil mit den härtesten Splatter-Todesszenen der Welt. Es wird so großartig. Weil nichts ist besser als Gruseln im Weltall. Auf jeden Fall, es gibt nichts Besseres. Safe, Mann. Erst Gruseln in Katar, dann Gruseln in... Dann gruseln im Weltall. Bis nächste Woche. Und dann gibt's noch eine Folge normale Möwe. Bis nächste Woche.